So, hallo und herzlich willkommen zurück zur Formel 1 2012. Wir sind jetzt vor dem großen Preis von Spanien und laut dem Renningenieur von Torsten Sikowski wird Marussia beim Rennen in Katalonien mit einigen neuen Teilen an den Start gehen. Das Team scheint positiv gestimmt zu sein und zu hoffen, also ja, dass die neuen Bremsen im Rennen den entscheidenden Unterschied machen. Das werden wir natürlich sehen. Wir starten von Platz 12 beim Circuit de Catalunya, dem großen Preis von Spanien 2012. Platz 12 war es, ne? Ja. Ziel wäre der Erste. Das kriegen wir hoffentlich hin. Die 25 Punkte brauchen wir. Wir starten auf Platz 12, sage ich doch. So, im direkten Vergleich. Wir haben immer noch alles gewonnen. Das ist gar kein Problem. Rennstrategie, Runde 6. 76. Regenwahrscheinlichkeit von 47%. Oh. Oh, bitte nicht, ey. Bitte nicht. Bitte nicht. Alles, aber kein Regen bei diesem Rennen. Alles, aber kein beschissener Regen. Wenn es anfängt zu regnen, haben wir echt die Arschkarte gezogen. Weil dann sieht's schlecht aus. Alonso auf der 1, wir auf der 12. Unser Kollege auf der, das müsste die 22 sein. Ah, Pastor Maldonado, es könnte auch Pastor Maldonado gewesen sein mit der Karre, die gerade da steht, hier Platz 11. Da könnte es auch gewesen sein, der da vor uns war. Denn wir legen gleich mal los hier, wir müssen mal gucken, dass wir uns in unserem Platz hier ein bisschen behaupten. Ja, überhol ruhig, das war kein Ding. Wir holen jetzt erstmal von allen Seiten natürlich wieder, was? Ricciardo von Red Bull Racing auf dem Platz, Alter. Was ist denn los? Jetzt überholen die hier alle. Oh, sorry. Das war nicht so gut. Ach komm, fick dich. Halt doch bloß die, Alter, die Fresse, Junge. Halt doch die Fresse, ey. Glaub, betagt. Einmal den da. Einmal gucken, dass wir den nicht hier wegdrängen irgendwie. Vorsicht. Sehr gut. So, wir haben keinen Platz gut gemacht. Wir haben immer noch welche verloren. Wir haben drei Plätze verloren bisher. Hinter uns sitzt immer noch so ein Typ. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist Wörn. Okay, es ist Jules Wörn. War das nicht mein Buchschreiber? War ja schlecht. Entschuldigung. So, wir schieben uns mal ein bisschen vor hier. Ciao. Oh, Vorsicht. Ach komm, Rosberg. Hab dich nicht so. Ich schieb mich immer ein bisschen vor. Danke. Platz 8. Massa, mach mal Platz da. Ja, der lässt uns natürlich nicht vorbei. War doch klar, Kumpel. War doch klar, jetzt lässt er uns vorbei. So, Platz 7 haben wir jetzt. Ich bin so ein Arschloch, ey. Ich bin so ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Das gibt es gar nicht. Ich sehe dich im Rückspiegel, Kumpel. Ich sehe euch beide im Rückspiegel, möchte ich nur mal anmerken. Rum, 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 rum. Ach, sehr gut. Ah, diese Kurve, Alter. Die wird uns, glaube ich, nochmal zum Verhängnis hier irgendwie. Ich hoffe zwar nicht, aber ich glaube es. Perez! Tschüss! Wieder vorgeschoben. Perez, lass es. Versuch's gar nicht erst. Weber, Kobayashi. Da vorne ist ein Silberpfeil. Alonso ist scheinbar auf der 2. Das heißt, entweder Hamilton oder Button sind vorne, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich nicht so toll. Das gefällt mir nicht. Die eine Sekunde Abstand zu Perez. Wir müssen mal gucken, dass wir hier ein bisschen seitlich versetzt fahren zu Webber. Wenn der jetzt auf die Bremse drückt, hängen wir den hinten drauf. Genau, das meinte ich. Dankeschön. Was bremst denn der so früh? Sag mal, was war das denn? Was soll's? Komm, 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 komm. Webber ist immer noch hinter uns. Vor uns ist Kobayashi. Ach, der kleine Japaner. Entschuldigung. Also, er ist ja schon. Ne, er ist ja schon ein bisschen kleiner, das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Guck mal, glatt 1-4 hinter dem. Jetzt nicht mehr. Button, das heißt, vorne ist wahrscheinlich Hamilton. Oh, Gott. Bitte nicht, ey. Ich hab keinen Bock auf Regen. Nicht mit den Reifen, Freunde. Nicht mit den Reifen, ey. Kannst du nicht machen. Vorsicht. Das kannst du doch nicht machen, Alter. Oh, nein, ey. Oh, ich hasse diese Kurve, wie ich diese Kurve hasse. Geht mir auf den Sack. So, wir müssen uns an Kobayashi nochmal für kurz vorbeischieben, ne? Das bringt ja nichts. So jedenfalls nicht. Wir müssen gucken, dass wir innen irgendwie vorbeikommen.
bringt ja nichts. Naja, das wird auch nichts. Aber das wird was. Jupp, sehr gut. So, Button, Alonso und davor ist Hamilton. Doch, Hamilton. Es ist Hamilton. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Können sogar den Abstand halten zu Button vor uns. Ja gut, so mehr oder weniger, jetzt nicht mehr so. In der Kurve kommen wir wieder ein bisschen näher ran, hoffe ich. Tchaikovsky 1:32.7 schnellste Runde, das ist peinlich im Vergleich zum Qualifying. Da waren 1:29.7 die schnellste Runde, das ist natürlich bitter. Aber wie gesagt, ne, die Qualifying-Zeiten erreicht man im Rennen irgendwie nie. Ich weiß gar nicht warum, aber die erreicht man einfach nicht. Wahrscheinlich weil man immer DRS benutzen kann, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Könnte natürlich gut möglich sein. Es ist immer noch Button vor uns. So, wir müssen mal gucken, wir müssen mal irgendwie an Button jetzt rankommen. Wir müssen mal hier ein bisschen pressen. Wir müssen mal gucken, dass wir an die Flitzpiepe da vorne rankommen hier. Das nächste Ziel ist dann Alonso und dann kommt Hamilton. Die müssen wir jetzt noch kriegen in 17 Runden. Wir haben noch 14 Runden vor uns. Nein, versuch's gar nicht erst, Kobayashi. Versuch es gar nicht erst. Ich warne dich, ich schwöre. Oh oh. Nicht gut. Da sind wir ein bisschen rausgerutscht. Da hätte ich nochmal einen kleinen Tacken auf die Bremse gehen können. Aber wir haben keinen Platz verloren, von daher war das okay soweit. Komm schon, jetzt sind wir am Button dran, Alter. Jetzt müssen wir da auch ein bisschen hinten dran bleiben. Das bringt doch nichts. Mann. Komm. Ja. Ja, die ziehen einfach so weg, weil die in ihrer Höchstgeschwindigkeit. Eine Sekunde hinter deinem Vordermann. Nutzt zum Überholen DRS. Weil die mit ihrer Höchstgeschwindigkeit einfach so Gas geben können, weil die viel höher ist, ziehen die uns einfach regelmäßig, ziehen wir uns auf den Geraden einfach weg. Eiskalt. Weil wir mit DRS maximal auf 289 kommen. 298, Entschuldigung. Komm schon, wir müssen an Button ran, wir müssen Button hinter uns kriegen, es hilft nichts. Und das wäre die Möglichkeit gewesen, sogar eine sehr gute, aber hat leider nicht funktioniert. Lass dich nicht länger von ihm aufhalten, zieh vorbei. Ja, was meinst du, was ich versuche? Fuck. Fuck, fuck, fuck. Mann. Scheißdreck. Ich bin schon wieder so nervös, ich komme schon wieder auf meine Lippe rum, was man eigentlich nicht machen sollte, aber... Komm schon! Ja, fuck, da bin ich jetzt ein bisschen... Vorsicht! Aber wir sind auf der... Hier? Hä? Ich wollte schon sagen, Alter! Mach mal keine Scheiße hier, ja? Jetzt müssen wir gucken, dass wir an Alonso irgendwie rankommen. Und dann unseren Freund Hamilton da vorne... Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Diese Scheißkurve, ey, ich schwöre. Diese Kurve geht mir so auf den Sack einfach. Diese Kurve ist so mega ätzend. Weil man da einfach immer rausfliegt. Wir kommen wahrscheinlich mit dem Hinterreifen immer auf diese kleine, auf diese Seitenlinie da. Und dann fliegen wir raus. Da drehen die Reifen kurz durch und dann sind wir rausgeflogen. Wahrscheinlich liegt es daran, ich weiß es nicht. Wir haben nur eine Sekunde Abstand und er kommt näher. Scheiße, davon schon die Kurve aus. Vorsicht, wir dürfen diese Seitenlinie nicht so mitnehmen, sonst fliegen wir doch irgendwann wirklich raus wieder. Was gar nicht so gut wäre. Alter, wir ziehen uns so weg da vorne schon wieder. 2,5 Sekunden, wir haben schon wieder eine Sekunde miese gemacht. Wag es dir überholen zu wollen, du Vogel. Wir müssen auf die 1, sonst haben wir Probleme, dass Hamilton uns überholen könnte in der Rangliste. Ich meine, das wäre jetzt noch nicht schlimm. Wir sind ja erst bei Rennen Nummer 5. Das hast du schon vor ungefähr 5 Minuten gesagt, dass es 15 Minuten anfängt zu regnen. Wann regnet es denn nur? Was ist denn das für ein scheiß Wetterradar, Freunde? Was ist denn da los? Ja, Vorsicht. Was ist denn mit eurem Wetterradar da los, sag mal? Oder bewegt sich diese Regenfront einfach gerade nicht? Was ist denn los?
Hallo Alonso. Guck mal, wer hinter dir ist. Na, kennst du uns noch aus der Season Challenge, hm? Jetzt zieht er wieder weg, ey. Guck dir das an, wie die einfach wegziehen. Naja, nicht so wirklich. Wenn ich ehrlich bin, nicht so wirklich. Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Scheiße. Mann, diese Kurve. Ja, was meinst du, was ich versuche, ey? Aber wenn ich nicht an den rankomme, komme ich nicht an den ran. Da kann ich ja auch nichts ändern. Die Typen ziehen uns einfach weg mit ihrer Höchstgeschwindigkeit. Da kannst du nichts sagen. Wenn die auf eine lange Gerade kommen, sind die wieder weg. Das Einzige, was uns bleibt, ist Sektor 3, weil da sind die ganzen Kurven drin. Also jedenfalls ein Großteil. Und vor allem halt auch scharfe Kurven, wo die richtig vom Gas gehen müssen. Das ist die einzige Chance, die so, guck mal, wie die wegziehen. Das ist ja nicht mal eine lange Gerade irgendwie. Denk an deinen Boxenstopp. Ja, ja. Von daher macht es eh keinen Sinn mehr, jetzt irgendwie Alonso überholen zu wollen, weil, ne, weiß ich Bescheid. Komm, lenk ein, Karre. Ja gut, die Karre haben wir gut mitgenommen. Die mal so gar nicht. Aber wir haben keinen Platz verloren, von daher alles gut. So, jetzt einmal... Alonso fährt auch. Nein, Alonso fährt auch in die Box. Alter. Das hat uns wieder ein bisschen Zeit gekostet gerade. Na super. Scheiße, Alonso fährt auch in die Box. Das heißt tatsächlich, dass wir mit Alonso uns doch ein Duell liefern müssen. Weil er doch jetzt in die Box fährt. Ich dachte, wir fahren wieder als Erster in die Box tatsächlich. Komm. Alter. Alter, 4,7, Alter, fast 5 Sekunden Boxenstopp, das geht nicht, Freunde, das geht nicht. Das könnt ihr nicht bringen. Es sind keine Stops mehr geplant, pass auf deine Reifen auf. Ja, ja, das mit den Reifen ist nicht das Problem. 5 Sekunden für einen Boxenstopp, ey, was war das denn? Die werden ja immer schlechter. Wir haben bei 3 Sekunden angefangen. Hatten wir 3 Sekunden oder 3,5 Sekunden? Jetzt sind wir bei 5, Alter. Junge, das ist doch vorbei. Soll ich dir schriftlich geben, dass ich vorbei bin oder was, ey? Komm, verzieh dich. Wir müssen ja wieder ein bisschen pushen. Das bringt ja nichts. Wir müssen einfach gucken, dass wir hier wieder ein bisschen nach vorne kommen. Alonso war im Boxenstopp. Alonso ist immer noch vor uns, möchte ich mehr anmerken. Wag es dir zu überholen. Die Frage ist, wo steckt Alonso? Wo zur Hölle steckt jetzt Alonso? Alonso ist ja jetzt Platz. Naja, Je nachdem, ob Hamilton und Button jetzt in die Box fahren, ist dann Alonso auf der 1, ne? Und das macht mir. Da habe ich ehrlich gesagt nicht die Probleme mit. Ob da die Silberpfeile sind, nicht, weil die können uns noch gefährlich werden, was das angeht. Ja, der zieht schon wieder weg. Die ziehen uns einfach auf den langen Geraden alle weg. Wir können echt nur die Kurven für uns nutzen. Auf den Geraden sind wir so unterlegen mit der Karre. Was echt furchtbar ist. Das ist echt schlimm. Muss man halt einfach mal sagen, es ist echt schlimm, dass wir auf den Geraden keine Chance haben, irgendwie mitzuhalten. Aber wirklich null. Die kommen einfach schneller auf eine höhere Geschwindigkeit als wir. Wir haben höhere Höchstgeschwindigkeit, wir haben eine bessere Höchstgeschwindigkeit. Wir haben eine bessere Beschleunigung. Und wir holen trotzdem. Dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Ja, ja. Ach, Alonso ist auf der 2. Okay, das heißt, Hamilton müssen wir nach vorne. Wag es hier zu überholen, Junge. Ja, in 10 Minuten ist das Rennen noch nicht vorbei. Ne? Nee. Scheiße. Shit. Hier sauber rumkommen. Sehr gut. Okay, wir sind jetzt auf Platz 3. Aber Hamilton und Button, waren die auch schon in der Box? Die sind doch nicht vor uns in die Box gefahren. Die müssen doch eigentlich noch, oder? Sehe ich das falsch? Ich habe die nicht in die Box fahren sehen, tatsächlich.
No, also noch nicht. Die müssen ja jetzt eigentlich irgendwann mal langsam. Oh. Ja, komm, ey. Diese Scheißkurve, Alter. Ohne Mist, ey. Boah, das ist ätzend. Die Kurve geht mir auf den Sack, ey. Kann nicht wahr sein. Boah, geht mir auf den Sack, diese Kurve, ey. So asozial einfach. Dieser Drecksbande da in der Ecke, ey. Boah, das ist nervig. Echt, das ist echt die abfuckendste Kurve in dem ganzen Kurs. So, Alonso zieht uns wieder davon. Button kann wieder ein bisschen aufschließen. Guck mal, wie Alonso einfach wegzieht unten auf der Minimap. Er zieht einfach so weg. Weil wir einfach so keine. Wir schaffen 286. Und haben wieder eine schnellste Runde. Toll. Wir schaffen 286 maximal. Alter, das ist eigentlich nicht. Das ist echt nicht viel. Für Formel 1 ist das echt nicht viel. Wirklich nicht. Alonso schafft mit seiner Karre locker eine 320. Gehe ich von aus. Bin mir ziemlich sicher, dass er eine 320 kriegt. Nee, du bist lustig. Gib Gas. Mit was denn? Mit meiner nicht mal 290? Wie soll ich denn da hinterherkommen, ey? Soll das funktionieren, Kumpel? Wie stellst du dir das vor? Wir müssen uns aufpassen. Wir haben nur noch einen Zurücksetzer, ne? Wir müssen echt gucken, dass wir diese Scheißkurve da am Ende sauber hinkriegen jetzt die ganze Zeit. Die geht mir voll auf den Sack, die Kurve. Echt. Scheiße. Nummer 1 ist immer noch Hamilton und die waren doch noch gar nicht in der Box. Was ist denn da los? Die waren noch nicht in der Box. Ich habe keinen von den beiden bisher an die Box fahren sehen. Es wäre natürlich super, wenn die jetzt fahren würden. Da hätten wir hinter uns wieder ein bisschen Platz und wären auf Platz 2 automatisch. Das wäre natürlich super. Fahren die überhaupt nicht in die Box? Was ist denn das? Ich check das nicht. Oder sind die in die Box gefahren? Nee, die sind nicht mit mir in die Box gefahren. Die sind nicht mit mir in die Box gefahren. Auf keinen Fall. Ich habe das gesehen. Es war lediglich Alonso vor uns. Die sind nicht mit in die Box gefahren. Die sind auch in der Runde danach nicht gefahren. Weil das hätten wir ja gesehen, aber Button war ja die ganze Zeit dann vor uns, beziehungsweise dann hinter uns nach dem Überholmanöver. Die müssen doch noch irgendwann in die Box fahren. Was sieht gut aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube Reifen oder Bremsen oder sowas, ne? Keine Ahnung, ist mir egal. Hauptsache es sieht gut aus. Was gut aussieht, ist egal. Hauptsache es sieht gut aus. Solange er nicht irgendwie sagt, irgendwas sieht schlecht aus, ist alles in Ordnung. Hab ich kein Problem mit. Ich glaube, wir müssen uns mit Platz 3 abfinden. Habe ich das Gefühl, wir kommen an Alonso einfach nicht ran, das ist keine Chance. Weil hier so viele Geraden sind, wo die einfach Gas geben können, da sind die, da ziehen die uns weg. Guck dir das an. Der zieht uns schon wieder davon. Das gibt's gar nicht. Okay, in Sektor 3 bist du schneller. Nutz das aus und geh vorbei. Sehr lustig, du Vogel. Sehr lustig. Ich komme auch in Sektor 3 an dem nicht vorbei, kannst du knicken. Keine Chance. Vorsicht. So, keine Chance, ich komme in keinem Sektor an den vorbei. Guck mal, da ist wieder Gummiabrieb auf dem Reifen. Aber nur auf dem rechten mal wieder. Vorsicht. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Ja, das Schöne ist, er schafft's auch, weißt du? Weil die Karre hier einfach im Vergleich zu dem Scuderia Ferrari scheiße ist. Wirklich. Gegen den Scuderia Ferrari kacken wir so ab einfach. Und gegen Button in seinem Silberpfeil da hinten sowieso. Also da haben wir eigentlich keine Chance. Wir müssen uns vielleicht mit Platz 3 jetzt zufrieden geben. Das bringt nichts. Und Button und Hamilton waren immer noch nicht in der Box. Was ist denn das? Die waren bisher nicht in der Box. Kannst du mir nicht erzählen, dass die bisher in der Box waren. Die sind nicht mit uns gefahren. Die waren nicht vor uns in der Box. Die waren nicht nach uns in der Box. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt die ganze Zeit mit den einen Reifensatz fahren wollen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Fuck, ey. Platz 3. Ehrlich. Ist echt beschissen. Aber es liegt einfach nur daran, dass wir in diesen Geraden abkacken. An was anderem liegt es gar nicht. In den Kurven kommen wir ja wieder ran. Ja. In den Kurven kommen wir ja sehr gut ran, aber dann kommt diese lange Zielgerade und dann sind die wieder weg. Da sind die wieder weggezogen. Da sind die einfach wieder weg. Hallo Alonso.
Und schon wieder fahren die nicht in die... Fick dich doch. Ich krieg die Krise, diese Kurve, Alter. Mann, ey, ist das ätzend. Boah, gib mir diese Kurve auf den Sack, Alter. So eine Pisskurve einfach. Wir sind so schön nah an Alonso dran, weißt du, es wird wieder nichts. Kannst du knicken. Ja, jetzt gibt er wieder Gas, jetzt ist er wieder weg. Ciao. Guck dir das an. Hier, guck mal, wie er wegzieht. Wie der Abstand einfach immer größer wird. Und ich gebe Vollgas. Ich drücke das Gas wieder auf die Strecke runter. Und es passiert nichts. 286. 286 Spitze ist einfach gar nichts. Ist einfach gar nichts. Umso verwunderlicher ist es, dass wir hier tatsächlich 90 von 100 machbaren Punkten haben bisher. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte kriegen wir. Ich glaube 15. Ich glaube 15 oder 10 nur sogar. Ich weiß es nicht. Nee, gutes Tempo. Ja, wir kommen trotzdem an keinen ran hier. Wir kommen nicht an Alonso ran, wir kommen nicht an diesen Pfosten. Oh, guck mal. Da vorne ist der letzte schon. Ach nee, das ist Hamilton. Kleine Drecksau. Der alte Zeitenversperrer, weißt du? Dafür gibt es natürlich keine Strafe, weißt du? Ist klar. Der blockiert nur unser Zeitfahren, weißt du? Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht das Problem. Da ist wieder Gummiabhänger auf den Reifen, das gibt's doch gar nicht. Kann nicht sein. Das Schöne ist, wir können pushen, wie wir wollen. Alonso ist in diesen Kurven sehr nah. Und dann kommt die lange Gerade und da ist er wieder weg. Jetzt, pass auf, jetzt gibt er wieder Gas, jetzt zieht er wieder davon. Hier, guckst du dir auch an, guck dir das an, was das jetzt schon wieder für ein Abstand ist. Es ist schon wieder ein Abstand von 1,3 Sekunden und den baut der jetzt wieder aus. Wir haben keine Chance, um die ranzukommen. Es ist zum Kotzen, ohne Scheiß. Ich meine, ein dritter Platz ist nicht schlecht, ich will nicht meckern. Aber es ist zum Kotzen, dass diese Karre eine Spitze von 286 km/h hat. Das geht einfach nicht. Es kann nicht sein, dass wir mit 286 maximal auf dieser... Jetzt fängt es an zu pissen. Ja, leck mich doch am Arsch. So, jetzt wird es nochmal interessant. Jetzt wird es lustig. In den letzten vier Runden wird es jetzt nochmal lustig. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ja, super. Der ist auch schon wieder sehr nah hinter uns, möchte ich feststellen. Weil wir auf den Geraden einfach keine Zeit rausholen können, sondern Zeit mies machen. Was das angeht. Guck mal hier, wie Alonso auf den Geraden einfach wegzieht. Jetzt kommt hier Button wieder von hinten. Dann wird er eingeschlichen. So, die Kurve müssen wir jetzt ideal eigentlich kriegen. Sonst ist Button an uns vorbei. Hat zum Glück funktioniert, so mehr oder weniger. Guck mal, wo Alonso schon wieder ist. Also, keine Chance. Wir müssen jetzt mit Button um Platz 3 kämpfen. Platz 2 oder 1 kannst du knicken. Sind eh nur noch... Alter, das ist doch nicht wahr. Toll. Platz 5. Toll. Super. Platz 6. Platz 7. Traumhaft, Alter. Gibt doch nichts Schöneres, oder? Gibt doch nichts Schöneres, als in der 13. Runde aus der Kurve rauszufliegen. Boah, ficken, ey. Ohne Wag es hier zu überholen, du Vogel. Bleib hinten, Massa. Du auch. Alter, Vettel, ne? Kleine Sau. So, ciao. Verpiss dich dahin, wo du hingehörst, du Vogel. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich Vettel nicht leiden kann? Genau wegen so einer Scheiße, weißt du? Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde, Vettel ist eine ganz schön arrogante Sau. Muss ich jetzt einfach mal so zugeben. Wie der sich so gibt bei der Formel 1 und so, der ist eine ganz schön arrogante Sau geworden. Ich weiß nicht, ob es schon immer war. Ich muss sagen, beim ersten, wo er den ersten Weltmeistertitel, verdammte Scheiße, eingefahren hat, war es okay. Aber dann ist er so arrogant geworden und so, ich bin sowieso der Tollste, weißt du? Richtiges Tussi-Gehabe einfach. Muss man wirklich, hat nur die Handtasche gefehlt. So eine Handtasche, wo dann so ein Hund drin sitzt die ganze Zeit, weißt du? So einer hat gefehlt. Dann wäre er richtig so eine Klischee-Tussi gewesen. Also wäre er jetzt immer noch. Wenn er sich jetzt so eine Handtasche und so einen Hund holt.
Toll, Platz 7, Alter. Jetzt haben wir uns die Silberpfeile. Hamilton überholt uns jetzt in der Karriere. Im Weltmeistertitel. Überholt uns jetzt von den Punkten her. Alter, was dieser Fick-Kurve da und rausfliegen, ey. Kann ja nicht sein. Wir sind 5-mal aus dieser Kurve rausgeflogen jetzt. 5-mal. In 14 Runden. Das heißt, wir sind alle 5 Runden. Nein, Quatsch. Wir sind bisher alle 3 Runden aus dieser beschissenen Dreckskurve rausgeflogen. So bitter, jetzt fängt sie an zu pissen, wie blöd, ey. Oh, komm. Toll, Reifen freuen sich. Temperatur. Kalt? Warum? Ich fahr doch wie. Ja, ich merke schon, die Karre fängt langsam an zu schwimmen. Jetzt müsste die Gesamtgeschwindigkeit des Rennens langsam runter. Geh, du willst wieder verarschen, Alter. Bleib ja, wo du bist, du Vogel. Ich schwöre, ey. Jupp, jetzt fängt die Karre an zu schwimmen. Jetzt fängt die Karre an zu schwimmen. Jetzt ist die Strecke nass, die Karre fängt an zu schwimmen. Jetzt wird's nochmal lustig. Warum war das Überholverbot? Haben sich da irgendwo welche geknutscht oder was? Haben sich da gerade zwei erwischt oder so? Ey, wer der Erste? Ja, danke. Bremsen. Genau deswegen. Jetzt fängt die Karre an zu schwimmen. Jetzt wird's interessant. Ach, guck mal, Massa hat sich wieder vorgeschoben. Jetzt fängt die Karre an zu schwimmen. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber es pisst auch wie blöd. Guck dir das doch an, ey. Fängt an zu pissen. Darf doch nicht wahr sein. Und wir haben so beschissene harte Reifen drauf, weißt du? Ich hätte vielleicht sagen sollen, wir machen Intermediate drauf. Aber ist egal. So, auf der Langgeraden können wir jetzt Gas geben, das ist nicht das Problem. Mal gucken, ob wir uns von den Bonzen da hinten ein bisschen abzählen. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht! Bleib hinten, du Vogel! Oh, Alter! I'm sorry. Alter Schwede, da konnte ich jetzt auch nicht mehr reagieren. Ja. Die Karre fängt jetzt an zu schwimmen. Ich sag ja, jetzt fängt die Karre an zu schwimmen und jetzt werden sie hier wahrscheinlich reihenweise einfach rausfliegen. Wenn dein Hintermann dich überholt, bleib einfach nur dicht an ihm dran. Er hat eine Zeitstrafe bekommen. Alter, guck dir das an, ey. Wir rutschen hier einfach nur durch die Kante. Sorry, tut mir leid, ich bin gerade. Wir werden jetzt nur noch durchrutschen, die letzte Runde. Guckt euch mal bitte an. Es hieß leichter Regen. Guckt euch bitte an, wie es gerade pisst, wie wir hier über die Piste schlittern. Und guckt mal bitte, was für eine Geschwindigkeit Schumacher jetzt gerade fahren muss. Ich glaube, mehr als 150 sind das nicht. Aber das ist cool. Guck mal hier die Lenkung, ne? Voller Einschlag und es passiert so gut wie gar nichts. Ich glaube, jetzt ist einfach nur Schleichen angesagt. Jetzt bleiben die Plätze sowieso. Die Plätze bleiben jetzt, wie sie sind. Einfach nur aus dem Grund, weil... Ja, komm. Ficken, ey. Alter. Ist jetzt meine absolute Lieblingsfolge. Ja, jetzt verlieren wir nämlich wieder Plätze, die dann rausgeflogen sind. Wunderbar. Gib da Gas jetzt mit der Karre, Alter. Alter, ey, Platz 18. Hinter Vettel, Alter. Vettel würde ich gerne noch wieder überholen. Aber nur, weil es der Pisser nicht anders verdient hat. Das Problem ist, wir rutschen hier. Jetzt ist es wirklich wie Schmierseife einfach auf der Strecke. Jetzt ist vorbei. Haha. Pfosten. Bonze. Vettel bleibt schön hinter uns. Wenn wir einen beschissenen Platz haben. Vettel bleibt hinter uns. Vettel lassen wir nicht vorbei. Ich sehe auch gar nichts mehr im Rückspiegel. Ist auch wunderbar. Es ist einfach nur wunderbar gerade. Das sind jetzt die letzten 2 Runden vom Rennen und die dauern irgendwie gerade länger als der Rest vom Rennen insgesamt irgendwie. Oh Gott. Alter, ey. Durchschnittsgeschwindigkeit 50 Kilometer die Stunde. Vielleicht höchstens 70. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen Gas geben wieder. Einfach nur, weil es eine Gerade ist. Wir müssen aber gucken, dass wir früher wieder auf die Bremse steigen. Bleib hinten, du Bonze.
Haha, Vettel, Vettel bleibt hinter uns. Vettel bleibt hinter uns, davon kannst du mal ausgehen. Oh, 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 oh. Langsam, langsam, langsam. Wir haben Platz 16. Das ist scheiße. Aber wenn wir schon einen beschissenen Platz fahren, dann bleibt wenigstens Vettel hinter uns. Verdammt! Ich will gleich die Krise, Alter. Boah. Es ist 3 Uhr nachts und ich brülle hier rum. Es tut mir echt leid, aber ich werde gleich zum Brüllaffen. Kannst aber glauben. Renntempo. Alter, das ist kein Renntempo, Freunde. Das hat mit Renntempo nichts mehr zu tun. Jedenfalls nicht mehr viel. Wir hätten echt auf Intermediate gehen sollen oder irgendwas. Ich hätte wissen müssen, dass es bei 47% Regenwahrscheinlichkeit anfängt zu pissen. Wie blöd. Oh, Hamilton. Ja, Hamilton hat es jetzt überholt in der Weltmeisterschaft. Ja, die Kayan ist gerade in die Boxengasse abgebogen. Und? Was soll mir das jetzt sagen, Kumpel? Was bringt mir das jetzt in der letzten Runde? Das ist eine bescheuerte Aussage. Alter. Ja, komm schon, Alter. Boah. Selbst bei so leichten Lenkaktionen ist es einfach wie Schmierseife. Oder Glatteis. Oder irgendwie Glatteis mit Schmierseife oder irgend sowas in die Richtung. Das ist doch nicht wahr. Ich würde mich trotzdem gerne noch wieder an Vettel vorbeischieben, tatsächlich. Oh, Vorsicht. Scheiße. Es tut mir leid, Kumpel. Tut mir leid. Sorry, aber... Alter, die Bremsen funktionieren super. Wir haben 5% mehr Bremsen an... Wie hieß das? Ich weiß es gar nicht mehr. 5% mehr Brems... Anspiel oder sowas. Also die reagieren jetzt eher, wenn wir auf die Bremse treten. Voll. Ey, das war jetzt eine leichte Lenkaktion und wir sind sofort wieder rausgeflogen, weißt du? Junge, gib doch Gas, Alter. Ich werde jetzt ein Brüllaffen, ich schwöre. Das darf nicht wahr sein. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Was ist denn nur los in diesem Rennen? Weißt du was, ganz ehrlich, ist mir egal, ich kotze jetzt hier ab. Ja, ich hätte wissen müssen. Ich hätte es einfach wissen müssen. Ganz vorsichtig, mit Gefühl, mit Gefühl, mit Gefühl, mit Gefühl. So. Vorsicht, 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 Gefühl, 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 so. Alter. Wie arschkalt die Reifen einfach sind. Alter, was war das denn, ey? Ja, komm, wer der Erste verfehlt. Halt doch bloß die Fresse in deiner Rennbox, ey. Weh, jetzt kommt irgendein blöder Spruch, ich schwöre. Boah, Alter. Schön, dass kein Spruch kommt. Das freut mich. Boah, ich bin fertig. Alter, was das? Alter. Ich sag dazu nichts. Du bist nach wie vor Erster in der Fahrerwertung. Was? Dann war das doch das vorletzte Rennen, was ich im Gedächtnis hatte. Dann war das, glaube ich, doch das vorletzte Rennen. Boah, ein Glück, wir sind immer noch 16 Punkte vorne. Sehr gut. Diskutier nicht rum, nur fast nicht. Ey, Alter, ich schwöre. Was soll ich denn machen, Alter? Das war wie Schmierseife. Steig in die Karre und fahr eine Runde. Mach den Scheiß selber besser. Diskutier nicht dumm rum. Ganz ehrlich. Boah, war das übel, ey. Ich hätte Intermediate-Reifen nehmen müssen. Glücklich über Erfolg gegen Teamkollegen. Alter, wir... Darüber muss man nicht glücklich sein. Das ist, Hamilton, er ist ein Riesentalent. Aber bloß auf L. Okay. So, nächste ist Monaco. Ja, war klar. Ja, Qualified. Ja, ist mir egal. Reifenverschleiß. Gutes Setup, okay, wie immer. Das ist Monte Carlo. Ach du Scheiße. Und wieder lange Geraden. Aha. Okay, aber wenigstens kein Regen, Alter. Ja, das wissen wir ja doch, das wissen wir doch. Ja, Monaco ist irgendwas Besonderes, das sehen wir dann am nächsten Rennwochenende und, Alter, ich bin fertig. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt bei dem Rennen, gerade bei diesen letzten zwei Runden. Boah, das ätzend einfach. Okay, bis
Bis zum nächsten Rennwochenende. Tschüss.